Ein kraftloser Körper schwächt auch die Seele. Daher entspringt die Herrschaft der Arzneikunst, einer Kunst, welche den Menschen jedenfalls gefährlicher ist als alle Übel, die sie sich zu heilen rühmt. Ich meines Teils kenne wenigstens die Krankheit nicht, von welcher uns die Ärzte zu heilen vermögen. So viel aber weiß ich, dass sie die Schuld an den unheilvollsten Leiden tragen, welche die Menschheit beunruhigen, nämlich an der Feigheit, dem Kleinmut, der Leichtgläubigkeit und der Furcht vor dem Tode. Während sie den Körper heilen, ertöten sie den Mut. Was kann es darauf ankommen, wenn sie doch nur wandelnden Leichnam scheinbares Leben einhauchen? Menschen sind uns nötig, aber solche sieht man aus ihren Händen nicht hervorgehen. Das Medizinieren ist unter uns Mode geworden und das kann nicht anders sein. Es gehört zu dem Zeitvertreib geschäftsloser Müßiggänger, welche nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und sie deshalb nur in der Sorge für ihre leibliche Erhaltung vergeuden. Hätten sie das Glück gehabt, als Unsterbliche in die Welt zu treten, so würden sie die elendsten Wesen sein. Ein Leben, dessen Verlust sie nie zu befürchten brauchten, würde ihnen wertlos erscheinen. Dergleichen Leute müssen durchaus Ärzte haben, die ihnen den Gefallen tun, sie in ewiger Todesfurcht zu erhalten und die ihnen täglich das einzige Vergnügen, für das sie noch empfänglich sind, bereiten, das Vergnügen, noch nicht gestorben zu sein. Es liegt nicht in meiner Absicht, mich hier weitläufig über die Richtigkeit der Arzneikunst zu verbreiten. Mein Zweck ist nur, sie von der sittlichen Seite zu betrachten. Gleichwohl kann ich die Bemerkung nicht zurückhalten, dass sich die Menschen über ihren Nutzen genau denselben Trugschlüssen hingeben wie über die Erforschung der Wahrheit. Sie gehen beständig von der Voraussetzung aus, dass der Kranke, welcher sich in ärztlicher Behandlung befindet, auch Heilung erhält und dass das Suchen nach der Wahrheit auch zum Finden führt. Sie wollen nicht begreifen, dass man den Vorteil einer Heilung, welche man wirklich einmal dem Arzt zu verdanken hat, gegen den Tod von 100 Kranken, welchen er auf dem Gewissen hat, und den Nutzen einer neu entdeckten Wahrheit gegen den offenbaren Schaden abwägen muss, welchen die sich stets gleichzeitig daran knüpfenden Irrtümer hervorrufen. Die Wissenschaft, welche unterrichtet, und die Arzneikunst, welche heilt, sind unzweifelhaft sehr nützlich. Aber die Wissenschaft, die uns Täuschungen, und die Kunst, die den Tod herbeiführt, sind schädlich. Könnte man uns wenigstens den Nachweis führen, wie sie sich unterscheiden lassen? Das ist die Hauptschwierigkeit. Wenn wir nicht so begierig darauf wären, beständig neue Wahrheiten zu entdecken, so würden wir uns nicht so oft von der Lüge hinter das Licht führen lassen. Wenn wir nicht darauf ausgingen, gegen die Natur Genesung zu suchen, so würden wir niemals unter den Händen des Ärztes sterben. Jedenfalls würde es Klugheit verraten, in diesen beiden Punkten eine gewisse Entsagung zu beobachten. Durch Unterwerfung unter die Gesetze der Natur würde man augenscheinlich gewinnen. Ich bestreite also keineswegs, dass nicht die Arztkunst einzelnen Menschen vorteilhaft sein könne, aber das behaupte ich entschieden, dass sie dem menschlichen Geschlecht im Allgemeinen unheilvoll ist. Man wird mir, wie man ja nicht müde wird, unaufhörlich zu tun, den Einwand machen, dass die begangenen Fehler lediglich den einzelnen Ärzten zur Last gelegt werden müssen, dass indes die Arzneikunst an sich untrüglich sei. Ist dies in der Tat der Fall, dann nahe sie sich wenigstens den Kranken ohne Vermittlung eines besonderen Arztes. Denn sobald sie zusammen erscheinen, werden wir von den Irrtümern des Künstlers 100-mal mehr zu befürchten, als von seiner Kunst zu hoffen haben. Diese trügerische Kunst, die offenbar mehr gegen die Übel des Geistes als gegen die des Körpers gerichtet ist, schafft gegen die einen ebenso wenig Nutzen als gegen die andere. Sie heilt uns weniger von unseren Krankheiten, als dass sie uns vielmehr Schrecken vor denselben einflößt. Sie hält den Tod weniger auf, als dass sie uns denselben im Gegenteil schon im Voraus fühlen lässt.
Sie schwächt das Leben, anstatt es zu verlängern. Und wenn sie es verlängerte, so würde selbst dies doch nur unserem Geschlecht zum Schaden gereichen, weil sie uns durch die stete Sorge für unser Wohl, zu der sie uns unablässig spornt, der Gesellschaft entzieht und durch die unaufhörliche Todesfurcht, in der sie uns erhält, uns von der Erfüllung unserer Pflichten abhält. Die Kenntnis der Gefahren flößt uns Furcht vor denselben ein. Wer sich für unverwundbar hielte, würde vor nichts Furcht empfinden. Indem der Dichter den Achill gegen die Gefahr waffnet, raubt er ihm das Verdienst der Tapferkeit. Um denselben Preis wäre jeder andere an seiner Stelle ebenfalls ein Achill gewesen. Nur an den Orten kann man Männer von wahrem Mut antreffen, wo es keine Ärzte gibt, wo man nicht fortwährend über die Gefahr der Krankheiten grübelt und nur wenig an den Tod denkt. Im Naturzustand versteht der Mensch, standhaft zu leiden und ruhig zu sterben. Hier ist die Ärzte mit ihren Rezepten, die Philosophen mit ihren Vorschriften, die Priester mit ihren Ermahnungen, rauben ihm den Mut und lassen ihm keine Ruhe, bis er zu sterben verlernt. Entweder muss der Zögling, dem man mir anvertraut, alle diese Leute entbehren können, oder ich weise ihn zurück. Ich will nicht, dass mir andere mein Werk verderben. Entweder will ich ihn allein erziehen oder gar nichts mit ihm zu schaffen haben. Der gelehrte Lock, welcher sich eine lange Zeit dem Studium der Medizin gewidmet hatte, empfiehlt gelegentlich, den Kindern weder aus Vorsorge noch wegen leichter Unpässlichkeit Arznei zu geben. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und erkläre hiermit, dass ich den Arzt, welchen ich meinetwegen sowieso niemals rufe, auch nie wegen meines Emils rufen werde. Es müsste denn sein Leben in augenscheinlicher Gefahr schweben, denn dann kann er ihn ja schlimmstenfalls auch töten. Ich weiß recht wohl, dass der Arzt nicht verfehlen wird, aus dieser scheinbaren Saumseligkeit Vorteil zu ziehen. Stirbt das Kind nun, so hat man ihn zu spät gerufen. Kommt es davon, so wird die Rettung sein Werk sein. Mag es sein, möge der Arzt seinen Triumph feiern, aber vor allen Dingen werde er nur in der äußersten Gefahr gerufen. Das Kind muss, weil es ja doch nicht versteht, sich selbst zu heilen, zunächst lernen, krank zu sein. Diese Kunst ersetzt die erstere und führt oft weit glücklichere Erfolge herbei. Sie ist die Kunst der Natur. Ist das Tier krank, so leidet es still und verhält sich ruhig. Und gleichwohl sieht man nicht mehr sieche und kraftlose Tiere als Menschen. Wie viele Leute hat Ungeduld, Furcht, Aufregung und vor allen Dingen die Arznei getötet, welche ihrer Krankheit sicher nicht erlegen wären, sondern durch die Zeit allein Heilung gefunden hätten. Man wird mir einwenden, dass die Tiere wegen ihrer naturgemäßeren Lebensweise auch weniger leiden, als wir unterworfen sein müssen. Sehr richtig. Und darum will ich gerade diese Lebensweise meinen Zöglingen zur zweiten Natur machen. Sie werden den nämlichen Nutzen daraus ziehen. Der einzige wirklich nützliche Teil der Arzneiwissenschaft ist die Gesundheitslehre, die Hygiene. Überdies ist sie weniger eine Wissenschaft als eine Tugend. Mäßigkeit und Arbeit sind die beiden wahren Ärzte des Menschen. Die Arbeit reizt den Appetit und die Mäßigkeit verhindert dessen missbräuchliche Befriedigung. Um mit Sicherheit festzustellen, welche Lebensweise dem Leben und der Gesundheit am meisten zusagt, braucht man nur zu erforschen, welche Lebensweise die Völker beobachten, welche am gesundesten und kräftigsten sind und es bis zum höchsten Alter bringen. Wenn sich durch die allgemeinen Beobachtungen nicht nachweisen lässt,
dass die Ausübung der Arzneikunst dem Menschen eine festere Gesundheit und ein längeres Leben verleiht, so ist diese Kunst schon einfach infolge des Umstands, dass sie keinen Nutzen gewährt, schädlich, weil sie sich Zeit, Menschen und Dinge ohne allen Erfolg dienstbar macht. Nicht allein muss man die Zeit, welche man mit der leiblichen Erhaltung des Lebens verschwendet, die deshalb für den Genuss und die Abwendung derselben verloren ist, von der ganzen Lebensdauer in Abzug bringen, sondern sie ist sogar, da sie nur zu unserer Qual angewendet wird, noch schlimmer, als wenn sie gar nicht da gewesen wäre. Sie ist geradezu negativ. Und will man bei der Rechnung billig verfahren, so muss man sie eigentlich auch noch von unserem Lebensrest abziehen. Ein Mensch, der 10 Jahre der Ärzte nicht bedarf, lebt sowohl für sich als auch für andere länger als derjenige, der 30 Jahre seines Lebens ihr Opfer ist. Da ich beide Zustände aus eigener Erfahrung kenne, so halte ich mich mehr als sonst irgendjemand für berechtigt, obigen Schluss daraus zu ziehen.